Hallo und herzlich willkommen zurück. Bei Raft. Kiefer. Noch mehr Kiefer. Surface Access Elevator Storage Area. Hier von der anderen Seite verschlossen. Okay, Storage Area, Generator der Cafeteria. Vielleicht ganz zum Generator. Überall Kiefer. Okay. Eine Ratte. Storage Generator. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, ich sehe ja schon dort, wo ihr hin wollt. Ist dann wohl die Cafeteria. Sagt mir das doch gleich. Aha. Ah. Unten ist irgendwo eine Latte. Ah. Arme Ratte. Gib mir meinen Pfeil wieder. Cafeteria. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Da liegt was. Cafeteria. Eine Rette. Was genau macht diese Ratte? Sie flüchtet von mir. Gibst du mir bitte meine Metallpfeile? Nein, mich interessiert die Ratte noch nicht. Gut. So.
ist nichts. Auch nichts. Da liegt was. Ein Teil eines Generators, okay. Mann. Alle Ratte. Ich sehe da noch mindestens zwei Pfeiler. Einen. So. Ah, das ist das, wo ich vorher reingegangen bin. Okay, gut. Da hinten liegt alles Mögliche. Nehmen wir mal alles mit. Können ja, wenn wir voll sind, irgendwas weglegen. Dann aus, dann, oder? Oh. Im Bücherregal findet man leider nichts. Okay. Da vorne liegt was. Natürlich drängt uns dazu, die Motoren voll aufzudrehen, um einer Flotte aus Flößen zu entkommen, die uns immer näher kommt. Wir haben ihn gewarnt, dass er den Reaktor überlasten könnte, wodurch Tangaroa hilflos mitten auf dem Meer treiben würde. Aber er hat uns nur befohlen, uns darum zu kümmern. Okay, Tully, wie du willst. Okay. Ich wollte gar nicht schießen. Eines Generators. Zwei Teile haben wir schon. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Schauen wir mal weiter. Die ist verschlossen. Die war offen, genau. Da ist noch ein Teil. Da hinten geht's weiter scheinbar. Ab jetzt mal hoch. Yeah. Danke, da war ein gebratenes Fleisch drinnen. System betriebsbereit. Dann nach hinten muss ich. Es gibt welche mit Durchgängen.
Moment, ich habe eine Idee. Geht ja nicht, aber die haben immer draufstehen, wie sie durchlässig sind. Okay. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Schnapper da herstelle, den Schnapper da dran stelle, dann würde ich schon bis dahin durchkommen, oder wie? Okay, klar. Also schaffen wir uns einfach einen Weg. Kisten stapeln. Schön. Da hinten habe ich noch eine zwei. Warte mal. Okay. Wenn ich jetzt dann steht der da im Weg. Okay, kriege ich die irgendwie zusammen nochmal die Löcher. So. Jetzt ist im Prinzip nur noch einer im Weg. Gut, den kriegen wir aber auch weg. Ja. Das müsste doch reichen, oder? Da ist sonst doch nichts, okay. So. Surface Access. Okay. Hinweis, was haben wir da? Die Protonen haben nach 2 Tagen am absoluten Limit Feuer gefangen. Wir haben die Verkabelung überprüft. Ein Schwamm Kiefer hat die Kühlmittelzufuhr verstoppt. Einer der Ingenieure hat sich den äußersten Motorenblock näher angesehen und darin einen Jungen gefunden, der sich mit seinem Hund versteckt hatte. Gott sei Dank hat er ihn rechtzeitig gefunden. Wir waren gerade dabei, den ganzen Ort zu versiegeln. Wir versiegeln noch den Thorium-Reaktor. Danach verschwinden wir. Wasserrohr. Okay, und meine erste Lampe ist kaputt. Das ist nicht gut.
Na gut, dann. Das war. Die Tür ist jetzt offen. Ilfa? Ja, super, und die ist zu. Überschwemmen wir wieder alles. Kann man es zumachen? Wasser steckt weiterhin, das bringt nichts. Gut. Und jetzt? Das versteckt nicht mehr. Super, dann verschwemmst du ja mal alles. Loading Bay. So, nachdem die Motoren ihren Geist aufgegeben hatten, machten wir uns auf den Weg zum Habitat. Anscheinend hatte eine Käferplage einen heftigen Kurzschluss in der Elektronik verursacht. Dazu noch die Meuterei nach Tullys Entscheidung, auf die Floßleute zu schießen. Wir haben einen sicheren Ort gefunden mit genügend Proviant für ein paar Monate. Für uns Ingenieure, den Jungen und den Hund. Wir werden einen Hund brauchen. Okay. Okay. Das war eine von den Türen, die vorhin zu war. Okay. Also da kommt man notfalls wieder raus. Da oben liegt was. Aha. Wenn wir sonst nichts nehmen. Da oben ist auch nichts. Da drin ist nichts. Da ist nichts. Okay. Okay. Ah, das können wir hacken. Bananen. Bananensamen. Cool. Danger High Voltage.
ein Klebeband. Da auch. Ah. Erdbeeren. Ah. Was habe ich gerade? Durst. In den unpassendsten Momenten. So, damit ist das leer. Mal wieder abbauen. Ein Hinweis. Die Bananenpflanzen sind von einem riesigen Schwammkiefer befallen. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe sie mit Pestiziden besprüht, aber sie sind nicht zu bremsen. Ich habe versucht, das Cockpit zu erreichen, aber keine Antwort erhalten. Die Kiefer werden hier alles zerstören, wenn wir sie nicht aufhalten. Na gut, die kleinen Mistviecher, mal schauen, wie euch der Staubsauger gefällt. Was für ein Staubsauger. Nein! Drei Klebeband. Bananenpflanzen. Jetzt sind Bananen. Das Ding da ist rot. Gut, geht's nicht raus. Erdbeeren. Drei Klebeband. Ich habe ein Klebeband. Gut, wir haben unser Klebeband ja auch vorhin noch gebraucht. Im Wasser vielleicht noch Klebeband? Klebeband, hat hier jemand Klebeband? Cool. Moment. Bäume hier schon mal abbauen. Okay. Geben aber nichts Besonderes. Exit. Cool.
Okay, also wir haben endlich einen funktionierenden Motor in einem Golfmobil gefunden. Der Junge hat uns geholfen, ihn auszubauen und zum Boot zurückzutragen. Ich wünschte, ich wüsste, wohin wir fahren. Der Junge fragt mich ständig, aber ich hoffe einfach nur, dass wir einen trockenen Ort finden. Hanne, lass es uns noch einmal versuchen, wenn wir uns wiedersehen. Also hier kann man raus. Ich weiß nur nicht, wo mein Schiff ist, aber okay. Kann man auch fällen. Machen wir mal außenrum einen Kreis. Schauen wir mal, ob die anderen Ausgänge auch aufgehen. Oh, warte, das sind doch neue Gegner, ha? Schlüsselkarte. Danke. Im achten Stock dürfen wir fahren. Hi. Ein Token. Da gibt es einen Balkon, das ist ja cool. Kann man da runter? Ja, kann man wahrscheinlich. Weil die Luxus-Apartments hier hast. Nur ein Balkon. Das ist okay. Aha. Kann man da auch versuchen, dann in andere Wohnungen reinzukommen? Keine Ahnung. Noch ein Token. Klebeband. Nachdem es hier Klebeband gibt, kann man die garantiert nachher unten irgendwie wieder hinbringen. So, das war diese Wohnung. Die nächste Luxuswohnung. Ein Token. Interessant, wo die überall rumliegen. Natürlich, Ratten gibt's überall. Mann. Die habe ich jetzt nicht geschaut gehabt. So. Klebeband. Okay. Kann man darüber springen?
Eine gute Frage. Soll ich es probieren? Bin wahrscheinlich tot, wenn ich es nicht schaffe. Keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin. Aber ich muss diese Ratte hier wegmachen. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier rauskomme. Hallo? Lebt hier jemand? Hallo? Hab mich nur hierher verirrt. Ist da auch niemand? Cool. Gold kann nicht hier sein. Ich habe nur versucht, Balkonspringen zu machen. Naja, semi-erfolgreich. Problem ist nur, ich habe hier keinen Aufzug. Da kommt der. Okay, also rauskommen tue ich gut. Dann passt ja. Ansonsten scheint es hier jetzt nichts zu geben. Wie viel Klebeband habe ich jetzt schon? Cool. Also Klebebänder hätten wir alle, die wir unten brauchen. Zumindest erstmal. Okay, dann nehmen wir mal den Lift. Oh, ich darf auch im 8. Stock hier fahren. Das war der Stock, in dem wir eigentlich springen wollten. Er hat eigentlich erlaubt, dass jetzt Nacht wird. Ist der... Moment, sind das Seilrutschen? Okay, cool. Machen wir da gleich. Wieso geht eigentlich hier der Strom noch? Da ist die Kiste, zu der wir springen wollten. Hi, hab ein Rezept. Schön. Und was sind wohl die Luxuswohnungen hier? Und was macht man mit den Tokus?
Und jetzt? Ja, nach oben kann ich keine Seilrutsche benutzen. Ach du Scheiße. Ich liebe Jump and Runs. Scheibenkleister. Aua. So. Gucken jetzt da her. Essen mal was. So, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo wir sind. Weil ich von meinem Vorhaben, draußen zuerst einmal entlang zu gehen, hier komplett abgekommen bin. Scheinbar funktionieren die Ausgänge alle. Da hinten ist mein Schiff. Das hier wäre der nächste Ausgang. Brauche ich's? Nein. Im Moment muss ich gerade nicht nach Hause. Wir wissen jetzt zumindest, wo wir raus können. Danke für die Schlüsselkarte. Aber kommen wir da rein. Vierten Stock. Okay. Und bevor wir uns das anschauen, sage ich euch mal Tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal.